Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine One-Pot-Pasta mit Hackfleisch und Käse gemacht. Die ist ruckzuck zubereitet, maximal 15 Minuten. Jetzt geht's los mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir brauchen Nudeln, egal welche. Außerdem Rinderhack, gehackte Zwiebeln, gewürfelte Karotten, passierte Tomaten, Öl, gepressten Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Oregano. Das Öl kommt jetzt in die Pfanne, dann das Hackfleisch dazu. Ihr könnt die Zwiebeln noch vorher anbraten. Bei diesem Rezept macht es wirklich null Unterschied. Ich mache die Zwiebeln jetzt gleich noch mit hinzu und brate Zwiebeln mit Hackfleisch, beides zusammen, bis das Hackfleisch schön durch ist und sogar schon in die Richtung geht, wo es so ein bisschen knusprig wird. Dann werden Karotten und der Knoblauch hinzugefügt und so circa eine halbe Minute angebraten. Nun kommen Wasser, passierte Tomaten und alle Gewürze mit hinzu. Das Ganze wird verrührt, zum Kochen gebracht und dann haut ihr die Nudeln mit rein. Alles muss wirklich richtig schön kochen. Der Deckel kommt drauf und wir schalten den Herd auf mittlere Hitze. Ich habe 9 Stufen und mache das dann auf Stufe 6. Zwischendurch immer mal wieder verrühren, ganz wichtig, damit nichts anbrennt. Und gegen Ende bzw. am Ende kommt noch Sahne hinzu. Ihr könnt dann gucken, wie es von den Gewürzen her ist und eventuell abschmecken. Zum Schluss habe ich noch geriebenen Gouda hineingegeben. Ihr könnt aber auch Parmesan hinzugeben, dann aber von Beginn an etwas weniger Salz hineingeben. Fertig ist die One-Pot-Pasta. Übrigens hat meine genau 7 Minuten Kochzeit benötigt. Falls ihr das Rezept mal ausprobiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mir eure Fotos unter dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook schickt. Jetzt viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!